Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia, eure Ex-Grundschullehrerin von Händchen in Hand. Ich freue mich, dass du hier auf den Kanal gefunden hast und heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, warum Schule dein Kind nicht auf das Leben vorbereitet. Und da habe ich mir so ein paar Punkte aufgeschrieben und die teile ich jetzt in diesem Video mit dir. Und wenn du magst, kannst du auch von Punkt zu Punkt springen. Ich verlinke diese Abschnitte zwischen den Punkten in der Videobeschreibung. Ja, also mein erster Punkt, warum ich das glaube, mittlerweile, ja, also ich habe ja immerhin mal Grundschullehramt studiert, war da anscheinend mal andere Meinung, aber nach 8 Jahren Berufserfahrung und natürlich mittlerweile fast 7 Jahren Erfahrung als Mama, sehe ich Dinge anders, ja. Und der erste Punkt, den ich heute ganz anders sehe, ist, dass Kinder in der Schule immer in so wie abgekapselt sind, in so einem kleinen Mikrokosmos, ja, und in diesem Mikrokosmos wollen wir die Kinder auf den Makrokosmos vorbereiten und das klappt natürlich nicht so gut. Ja, also stellt euch mal ja dieses Bild vor, der Goldfisch im Glas, wie soll der jemals lernen, sich im Meer zurechtzufinden? Ja, wie soll der jemals wissen, wer seine Fressfeinde sind und so weiter? Wie soll der jemals wissen, wo er Schutz finden kann? Solche Sachen. Oder wenn du das Reh im Stall immer hältst, wie soll es dann als wildes Reh im Wald irgendwann mal klarkommen. Also schon allein dieses Bild ist für mich sehr einleuchtend und bedeutet im Prinzip, dass wir unsere Kinder nicht dadurch aufs Leben vorbereiten können, dass wir sie aus dem Leben isolieren, in extra Häusern, in extra Gebäuden mit extra Experten nur für die Kinder. Und dann kommen sie aber irgendwann ins Leben. Ja, und was ist dann? Dann wissen sie meistens gar nicht, was sie machen sollen mit ihrem Leben. Weil sie ja nur gelernt haben, in diesem Mikrokosmos zu existieren. Und meistens sind die Leute die erfolgreichsten Leute, die in diesem Mikrokosmos eben nicht so gut existiert haben, ja, und die sich schon nebenbei irgendwie versucht haben, irgendwas anderes aufzubauen, ja. Und die, die meistens sehr gut in der Schule sind, die haben manchmal Schwierigkeiten, tatsächlich mit der Härte des Lebens klarzukommen, ja. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass es entgegengesetzt ist, ja, dass wir manchmal unnötig in der Schule Zwang und Druck erzeugen, da wo noch gar keiner nötig wäre, ja. Wir brauchen eigentlich einem 6-Jährigen nicht aufzuerlegen, dass er schon lesen muss, wenn er das noch nicht möchte, ja. Und dann wird Druck aufgebaut, dann wird pathologisiert, dann muss therapiert werden und dann haben wir natürlich ein großes Problem, weil, ja, gab ja mal so einen Post, wo jemand geschrieben hat, und das ist mir selber auch schon eingefallen, aber das ist ja meistens so, wenn was im Feld ist, dann haben viele so diese Idee, wenn wir in der Schule laufen lernen würden, dann würden wahrscheinlich viele Kinder nicht laufen lernen oder nur mit Therapie laufen lernen, weil dann wird ein bestimmter Zeitpunkt festgelegt, dann und dann musst du das können und wenn es dann nicht so weit ist, dann bitte Therapie, ja, also wir haben einerseits, dass wir das Leben abkapseln von den Kindern, wie es wirklich ist. Und andererseits hat dieser Mikrokosmos seine eigenen Zwänge und seine eigenen Anforderungen, die manchmal viel, viel zu viel sind für kleine Kinder. Ja, weil kleine Kinder sind eigentlich nicht dafür gemacht, am Tisch zu sitzen, die Arme zu verschränken und den ganzen Tag jemandem zuzuhören, sondern die sind eigentlich dafür gemacht, ihre Umwelt sich aktiv anzueignen. Ja, und das passiert in der Schule leider sehr selten. Ja, dann der zweite Punkt. Wir haben in der Schule ein sehr verkopftes Herangehen. Also, ihr werdet mir sicher zustimmen, dass man nicht jedes Problem mit einem Schema lösen kann. Aber genau das suggeriert uns die Schule, ja? Wenn wir das Denken überbetonen, werden wir leichter manipulierbar, weil nämlich die Wahrnehmung immer zurücktritt, wenn wir das Denken überbetonen. Das heißt, wir glauben uns nicht mehr, wir spüren uns nicht mehr und das ist ein Problem, weil eine gute Balance zwischen Nachdenken und reinspüren wäre richtig, ja. Wie oft hört dein Kind in der Schule die Aufforderung, spür doch mal rein. Was fühlt sich für dich stimmig an? Weiß ich nicht. Vielleicht an der freien Schule mal, aber nicht so oft. Und das ist was, was wir viel mehr wieder kultivieren müssen, auch bei unseren Kindern, damit sie an ihr Leben nicht aus so einer losgelösten Blase herangehen, sondern weil sie sich mit ihrem Leben selber verbinden und merken und spüren, was macht Sinn, was ist logisch, was ist nicht logisch, wie kann ich das jetzt machen? Und da gab es so eine coole Studie dazu,
Also dazu, welche Brille wir immer aufsetzen, wenn wir unsere Alltagsprobleme bewältigen wollen, ja. Und da gab es eine Gruppe Kinder, die haben ein Spielzeug bekommen und sind komplett freigelassen worden. Und dann gab es eine andere Gruppe Kinder, die sind instruiert worden, wie das Spielzeug zu verwenden sei. Und die erstere Gruppe, da ist dann quasi rausgekommen, die haben ganz vielfältige Möglichkeiten gefunden, mit diesem Spielzeug zu spielen. Während die zweite Gruppe nur immer das Spielzeug mit dieser einen Art verwendet hat. Das heißt, darin sehen wir, wie sehr wir unsere Kinder festlegen beim Lösungsfinden, ja, und in der Lösungskompetenz, was ja so, so, so wichtig ist, ja, dass wir unsere Kinder auf das Leben vorbereiten, nicht, wenn das ist, musst du das machen, wenn das ist, musst du das machen. So macht das die Schule, ja. Aber dabei klappt das nicht immer. Und dabei klappt das vielleicht manchmal und dann muss ich mir wieder was Neues ausdenken. Das ist doch Leben, ja, dass wir merken, okay, klappt nicht, oder klappt nicht mehr, brauche ich was Neues. Und wenn man sehr verkopft und sehr verschult ist, deswegen verlinke ich euch hier auch mal meine De-Schooling-Playlist, die ist auch sehr spannend. Da geht es eben darum, sich zu entschulen, ja, von diesem verkopften Denken wegzukommen. Dann hat man die Möglichkeit, also wenn man schon in diesem Prozess weiter vorangeschritten ist, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich diesen Satz angefangen habe, dann hat man die Möglichkeit, von vielen Seiten auf ein Problem zu schauen und viel schneller die Lösung zu finden. Und wenn man sehr verschult ist und immer nur sozusagen den Kreis in den Stern, ihr kennt ja diese Kinderspiele, reinstampfen will, dann tut man sich erstens weh und zweitens dauert es viel länger, ne? Bis man am Ende die ganzen Holzspäne abhat, so dass dann der Kreis auch in den Stern reinpasst oder andersrum. Ihr wisst, was ich meine, ja? Also wir sollten das wissen, dass unsere Kinder nicht auf Alltagspraxis vorbereitet werden. Das ist einfach so. Dann der dritte Punkt. Wann hat dir die Schule schon mal geholfen, ein echtes Problem zu lösen? Ja, und dann auch mit welcher Erfolgsquote? Denn meist ist es so, dass wir unsere Probleme selbst lösen. Wir lösen die nicht, weil wir irgendwann mal in der Schule gelernt haben, ja, das und das ist so und so, weil das Leben kommt immer in verschiedenen neuen Formen. Und die Leute, die damit am besten klarkommen, sind die, die sich darauf flexibel einstellen können. Und wenn ich eben lauter Merksätze auswendig lerne und lauter losgelöste Fakten auswendig lerne, dann kann ich meist dadurch kein Problem lösen. Das Problem kann ich nur lösen, wenn ich mich dann wirklich hinein vertiefe und wirklich richtig, nicht nur so halb abgetrennt, hinein vertiefe, wenn ich hineinspüre und dann löse ich das Problem selbst, ja? Und wir wissen, dass wir den allergrößten Teil der Dinge, die wir in der Schule gelernt haben, sowieso wieder vergessen. Dann bleiben noch übrig Lesen, grundlegendes Rechnen, Schreiben und vielleicht eine Fremdsprache. Obwohl ich da als ehemalige Fremdsprachenlehrerin auch noch mal eine sehr differenzierte Meinung dazu habe, wie sehr der Schulgrammatik-Übersetzungsunterricht unsere Kinder auf das wirkliche Leben im Ausland vorbereitet. Meiner Meinung nach fängt man eigentlich auf einer zweiten Ebene noch mal komplett von vorne an, ja? Wenn du nicht gerade einen Native Speaker hast in deinem Unterricht und wenn er das auch weiß, wie er dich gut von der einen Seite auf die andere Seite holen kann, ja, dann bleibt das wirklich eine Übersetzungsübung. Und jeder weiß, im Leben ist keine Zeit für, okay, ich übersetze jetzt erstmal und unterstreiche mal das Verb im Satz, ja, ist so. Das sind zwei ganz unterschiedliche Zugänge zu Sprachen, wenn man das selber lernt, als Reisender oder als vielleicht bilingual aufwachsendes Kind und in der Schule, ja, und auch da tut sich leider echt wenig, ne? Im Gegensatz ist es noch so, mein Mann hatte studiert und in England, aber, und es führte keinen Weg rein, dass er irgendwie hier an einem Gymnasium, also nicht hier, hier ist ja gerade Mallorca, da weiß ich nicht, wie das ist, aber da führte kein Weg rein, dass er in Deutschland hätte unterrichten können, ohne nochmal, haltet euch fest, komplett neu zu studieren. Also, ja, und er wäre ein Native Speaker gewesen. Er ist dann an einer privaten Schule gelandet und so ist es halt, ne? Dann nehmen wir lieber den Lehrer, der hier 5 Jahre studiert hat,
aber kein gutes Englisch spricht, ja, und das ist auch in den meisten Fällen tatsächlich so. Ist einfach so. So, und immer wenn wir Probleme selber lösen, dann lernen wir wirklich, weil wir dann den Effekt und den Sinn dahinter auch, also wir sehen den Effekt und wir lernen den Sinn dahinter kennen. Und so lernt eigentlich ein Mensch am besten, ja. Das ist ja immer dieses coole Reel, was in Instagram rumgeistert, ja. Life teaches you, oder in school your taught lesson und dann gibt's einen Test. Und im Leben gibt's erst den Test und dann kriegst du die Lektion. Dann verstehst du, warum du das gemacht hast. Und da ist natürlich auch viel mehr Motivation hinten dran als in der Schule. Ja, da ist ja die einzige Motivation meistens die Note. Und das ist sehr schade, weil dann verlernt man auch das richtige Lernen, das Lernen um des Lernens Willens sozusagen, ne? Und dann schiebt man aber das auch auf die Experten oft, ne? Weil man gar nicht weiß, dass man selber das Problem eigentlich gelöst hat, ne? Und dann kommt am Ende vielleicht nochmal jemand und sagt, ja, war genau richtig so, ne? Also das ist auch so dieses, wie viel Erfolg haben wir in unserem Leben durch die Schule? Stellt euch mal diese Frage. Also abgesehen von dem Zeugnis, was ihr am Ende des Schuljahres bekommen habt, aber wie viel Erfolg in unserem Leben können wir der Bildungs- und Erziehungsanstalt Schule tatsächlich zuschreiben? Und was können wir uns selbst zuschreiben? Ja, weil selbst in der Schule, innerhalb der Schule, liegt es ja an uns, was wir mitnehmen. Ja, da liegt es ja nicht daran, dass der Lehrer vielleicht so gut unterrichtet hat, sondern es liegt vielleicht daran, dass mir das Fach gerade, dass ich da eine Resonanz zu habe und deswegen so viel mitgenommen habe in der Schule. Aber die Frage ist, hätte ich das nicht auch woanders mitnehmen können als in der Schule, ja? Und vielleicht effektiver, schneller und schöner, angenehmer, freudvoller, spielerischer und so weiter und so fort. So, und dann natürlich noch Punkt Nummer 4, Angst vor Fehlern. Die 1. Wenn ich eine 1 bekommen will, und welches Kind möchte das innerlich ganz tief drin nicht? Welches Kind sagt, ja, ich nehme die 3 lieber als die 1? Keins. Wenn, dann tut's nur so, ja? Wenn ich die 1 haben will, darf ich keinen Fehler machen. Manchmal nicht mal einen halben. Sonst kriege ich schon keine 1 mehr. Wenn ich Glück habe, mit einem Fehler noch. Das kommt immer drauf an. Das wird in der Schule selber festgelegt, wie der Notenschlüssel ist, ja? So. Und was macht das denn? Früher hieß es immer, aus Fehlern wird man klug. Dann werden unsere Kinder in der Schule nicht klug. Die dürfen ja keine Fehler machen. Und so, das ist ja die grundlegende Art eigentlich zu lernen. Okay, ich will das jetzt mal hier da reintun und passt das da, ich probiere mal aus. Und wenn es nicht klappt, ja, dann klappt's nicht. Dann probiere ich nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und das ist auch sehr effektives Lernen. Und auch das wird in der Schule abgeschnitten. Und dann, wenn man immer Angst vor Fehlern hat, geht man auch weniger mal ein Risiko ein. Also ein Risiko, wo man reingespürt hat. Und dann wartet man immer auf Leute, die einem sagen, was man zu tun hat und zu lassen hat. Und der perfekte Angestellte ist fertig, ja? Obwohl Angestellte natürlich in einem gewissen Rahmen auch Handlungsspielraum haben, aber natürlich nicht so viel Handlungsspielraum wie ein Selbstständiger. Ja, ist ganz klar, weil es gibt ja immer gewisse Rahmen. Ja, schon allein als Lehrer habe ich den Lehrplan, als Arzt habe ich meine Leitlinien und ja, gibt immer irgendwelche einschränkenden Dinge. Obwohl Ärzte natürlich Selbstständige sind. Okay, gut, das habe ich jetzt dann nicht so richtig bedacht. Trotzdem wisst ihr, glaube ich, was ich meine, ja? Also wenn ich immer Angst habe, Fehler zu machen, dann werde ich mich nicht wirklich entfalten können. Und dann werde ich immer darauf angewiesen sein, dass mir jemand sagt, wie ich das Schritt für Schritt machen muss. Aus Angst, einen Fehler zu machen, brauche ich dann die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen, damit ich keinen Fehler mache. Ja, und wenn ich alleine mich auf die Reise mache und mir Fehler erlaube, dann kann ich manchmal viel, viel schneller lernen und effektiver. Wenn ich mal was Blödes mache, jetzt auch im Online-Business oder irgendwas nicht richtig mache, dann fällt mir das gleich auf die Füße und dann weiß ich das und dann ändere ich das. Aber dann mache ich mir nicht 3 Jahre lang einen Kopf, welche Note ich jetzt dafür bekommen hätte,
sondern dann ändere ich das und dann habe ich daraus gelernt und fertig, ne? So. Und dann noch der letzte Punkt, Punkt 5. Warum Schule dein Kind nicht auf das Leben vorbereitet ist, Lehrer selbst sind lebensfremd. Die meisten, ja? Sie haben ein sicheres Gehalt, sie müssen das umsetzen, was ihre Vorgesetzten sagen. Viele haben nichts anderes in ihrem Leben gesehen, außer den Mikrokosmos Schule. Ja, sie sind selber in der Schule gewesen, dann wieder Uni, dann wieder Schule, nicht das richtige Leben kennengelernt und dementsprechend auch nicht erfahren, dass wir uns vielleicht zu einem gewissen Grade entschulen müssen, damit wir überhaupt Erfolg haben können in diesem Spiel des Lebens, ja? Weil wenn wir immer nur nach den Spielregeln von anderen spielen, dann können wir nie unser eigenes Spiel auf die Beine stellen. Und das wünsche ich allen Kindern und auch noch allen Eltern, die jetzt vielleicht auch noch in einem Beruf feststecken und sagen, das erfüllt mich nicht so richtig, dass sie ihr eigenes Leben auf die Beine stellen können und ihre eigene Erfüllung finden können. Weil wenn ich immer das mache, was jemand anders sagt, um etwas zu tun, um jemand anderen weiterzubringen, ja, wo bleib ich dann am Ende, ja? Und deswegen ist es wichtig, dass ihr zumindest, selbst wenn euer Kind in die Schule geht, diese ganzen Dinge, die ich jetzt angesprochen habe, im Nachmittag einfließen lasst. Also, dass ihr zum Beispiel mal sagt, oder auch überhaupt die Schule bei eurem Kind zu hinterfragen. Ja, was hast du denn in der Schule gelernt? Ja, wo kannst du das denn im Leben gebrauchen? Ne? Und dass man wirklich auch die Kinder ein bisschen darauf bringt, ich muss auch selber noch was dafür tun. Ja, es reicht nicht, wenn ich die eins nach eins nach Hause bringe, sondern das Leben besteht nicht nur aus den Sachen, die uns hier gezeigt werden in der Schule. Das Leben besteht aus so viel mehr und ich kann eben wirklich nicht alles mit meinem Kopf lösen. Ich kann nicht alles mit einem Schema lösen oder einem Verlaufsplan lösen oder einem Protokoll, sondern ich brauche einfach auch Erfahrungen und die kann ich nur sammeln, wenn ich Fehler mir erlaube und so weiter. Dass die Kinder das wirklich verstehen, was Lernen überhaupt bedeutet, weil das Lernen in der Schule ist nur eine Seite des Lernens, ja. Und das Leben braucht, damit man erfolgreich ist, alle Seiten des Lernens. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Falls ihr ein Coaching braucht, verlinke ich euch mal alles zum Coaching hier, zum Thema Bildungsfreiheit, Kita, Eingewöhnung, Kita-frei, was auch immer du gerne haben möchtest, schau dich gerne mal auf meiner Homepage auch um, was ich für Kurse habe und zu welchen Themen ich Coachings anbiete und freue mich darauf, dich dann auch mal persönlich kennenzulernen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine kraftvolle Zeit. Danke für dein Like, danke für dein Teilen, danke für deinen Kommentar und wenn es nur ein kleines Herzchen ist, weiß ich dann einfach, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken, es war gut für dich, es hat dich ein Stückchen weitergebracht und das freut mich. Ja. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.